Moin zusammen, die Nordfriesische Marsch ist wieder am Start und ja, mal wieder beim Luzerne sammeln und gucken mal, wie es weit wir jetzt hier kommen und danach schauen wir weiter. Also das Sehen haben wir ja gestern fertig gebracht. Hab auch noch mal so dieses Rapsfeld, so die Ecken noch ein bisschen verbessert, nachgebessert. Das war ja nicht so optimal gewesen oder sah nicht so schön aus. Ja, das ist erledigt auf jeden Fall und jetzt gucken wir eben einmal, dass wir die Luzerne hier wegbekommen. Genau, da müssen wir hier die beiden Felder, also die Wiese und hier das Ding, müssen wir noch düngen. Da müssen wir auch gleich ran. Der Düngerstreuer ist ja frei, der war ja auf unserem Lavendel-Grasfeld gewesen. Das heißt, den habe ich auch schon zurück beordert. Das heißt, der müsste gleich auch irgendwann am Hof sein. Dann können wir den nämlich gleich nehmen. Und wir müssen mal gucken, wo wir Abwasser herbekommen fürs Klärwerk. Das meckert da schon wieder rum. Das heißt, da gucken wir gleich mal, ob wir irgendwo was finden. Ja, Zuckerfabrik oder Zellstofffabrik, die produziert ja auch Abwasser. Aber das können wir ja auch über unser eines tolle, über oh, schweres Deutsch. Über das eine Tool, das wir benutzen, angucken. So. Über diesen Preisangucker, da kannst du auch sagen, zeig mir wo, wie viel ist. So, 7210 Pro, das wird die Sämaschine gewesen sein. Die ist am Hof. So, und wir gehen hier in die letzte Bahn. Gut, war jetzt nicht so viel Luzerne, aber gut. Wir haben, glaube ich, eh genug Silage aktuell. Also da brauchen wir jetzt nicht so groß uns Gedanken machen. So, dann machen wir nämlich jetzt hier einmal auf Abladen. Fermenter. Ups, Fermenter Abholung. So, gut. Ja, Abwasser. Ja, Speicher erstmal. Abwasser, 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 Abwasser. Wo ist das? Hier. Tipp, 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 tipp. Das müssen wir nur. Wieso? Hä? So zeigt ihr das jetzt nicht mehr an. Ach doch, da. Man muss nur genau gucken. So, Standorte anzeigen. Ja gut, in den Abwasserdingern, Zuckerfabrik. Oh, im Separator, da müssen wir hin. Der Separator ist der wichtigste. So. Oh. Und das ist ganz schlecht. Oh. Hier geht kein Wasser mehr rein. Dann bringen wir doch einfach zur Zellstofffabrik noch Wasser, weil ich weiß, dass die auch welches braucht. So, das läuft genau, die Sämaschine. Ach, da ist der Düngerstreuer. Ich suche aber eigentlich genau den da. Du machst mir jetzt vom Separator zum Klärwerk Abwasser mit Abwasser. Und zwar so viel wie geht.
So, hier hoffe ich, dass gleich ein Abfahrer kommt. Ja, da hinten ist er schon. So, Düngestreuer, Düngestreuer, Düngestreuer. Wo war der Düngestreuer? Hier. Gehen wir gleich auf die Wiese rüber. Dann ist das nämlich auch erledigt. Machen wir einmal frei Hand ein Vorgewende. Und danach einfach mit GPS ein bisschen hoch runter schnell, dann hat sich die Sache hier auch erledigt. Da stehen auch schon wieder sehr viele Olivenkisten. Müssen wir vielleicht auch mal wieder demnächst einsammeln. Und wir werden, denke ich mal, den GPS-Kurs dann gleich machen, wenn wir einmal an der Straße vorne sind und runter zu fahren. Von da aus geht es ja dann relativ einfach. Wir können ja dann mal schauen. Ich glaube, es aber Sonnenblumen dürften eigentlich von der Ernte auch schon durch sein. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter rüber. Sonnenblumen. Ah ne, die kommen erst noch. Ja, wäre vielleicht die Überlegung, ob wir nicht in Sonnenblumenfelder investieren. Gibt es Sonnenblumen? Nicht wirklich. Ah. Das ist überraschend. Gut, dann investieren wir nicht in Sonnenblumenfelder. Was mich irritiert, dass da schon so viele Felder sind, wo gar nichts drauf ist. Das muss ich mir gleich noch mal angucken, wenn wir hier die nächste Bahn hochfahren. Weil hier, dass da überall nichts drauf sein soll. Tatsache ist alles gekrubbert. Okay. Ja, das ist Baumwolle. Mal gucken, was ist die 71? Das ist sowas. Auch nicht. Das Mais, das ist Mais. Aber Mais bringt uns nichts. Ja, ich hätte halt gern das eine oder andere Sonnenblumenfeld vielleicht genommen, um noch mal ein bisschen Diesel zu produzieren. Aber wenn es da nichts gibt, ist das schlecht. So, ah, der Ladewagen ist zurück. Der hat seine Arbeit erledigt.
Guck mal, da haben wir hier auch das Ding schon gleich durch. Dann gehen wir drüben aufs Luzernefeld, machen das auch schnell fertig. Ich glaube, dann sind wir wirklich mit der Feldarbeit auf den eigenen Feldern erstmal durch. Ist jetzt zwar doof, dass es hier nur so dünne Streifen sind, aber egal. Ich glaube, Dünger haben wir mehr als genug. Da können wir auch mal ein bisschen verschwenderisch sein. Gut, ich könnte da klar jetzt die Arbeitsbreite runterdrehen, aber egal. Auf die paar Literchen kommt es mir dann auch nicht an. So, die 46, die Möhrenproduktion, Produktion. Die Möhrenmission ist fast fertig. 93,3%, 5 sogar schon. Boah, es läuft. Oder ist das? Ja, 7, 8. Ich glaube, der wird gerade abgeladen. So wie da die Prozente gerade in die Höhe geschnellt sind. So, hier bin ich jetzt aber mal faul. Ein Vorgewende, weiche Ecken. Mach einfach mal, beziehungsweise wir brauchen da mal ein Bildchen von. So, genau, der steht hier. Ja, guck mal, die Möhren, das wird wirklich langsam, aber sicher was. Hier, Hopfen, gut, dann können wir die einmal wegräumen. Dann bekommt der hier gleich die Ballenpresse dran. Und fährt dann auf die 48 nach oben. So, abgekuppelt. Für die Heuballen ist na klar der hier zuständig. Oder die hier besser gesagt, diese Ballenpresse. Bisschen zu weit. 48 haben wir gesagt. 48. Und tschüss. So, der Kollege ist unterwegs. Genau, der wartet wieder auf den Abfahrer. Ja, Paletten haben wir auch aktuell keine zu fahren. Also der fährt hier immer noch Mist vom Kuhstall. Mal gucken, wie viel wir da noch haben. Okay, sieht immer noch nach viel aus. 184.000. Oh gut. Aber wir könnten eigentlich mal... Ups, wo ist er? Okay. Ah, hier. Du fährst jetzt einmal aber zur BGA. BGA Süd, Anlieferung lose. Okay, du bist leer. Wir sind hier auf Feld 9, glaube ich, ne? War doch so? Ja, 9.
So, dann hol mal bitte. Was haben wir hier? Ah, Melasse hat einen guten Verkaufspreis. Ist aber erstmal egal. So, hier wird Abwasser gefahren. Der wartet. Hier haben wir nichts zu tun. Ah ja, da kommt der Abfahrer. Zellstofffabrik. Gucken wir mal, wie gut die mit Wasser ausgestattet ist. Zellstoff, Wasser, ja, geht. Wo brauchen wir denn noch Wasser? Oh, gut. Die Olivendinger, das Labor kann ein bisschen gebrauchen. Aber wir haben eh nicht mehr viel. Ja, die Steine, das müssen wir auch noch unbedingt in die Wege leiten, dass wir die umlagern hier rüber. Guck mal, 380.000 Kalk. Gewächshaus. 2,6. Also da hat es auch noch keine Paletten gegeben, leider. Zuckerfabrik läuft langsam, aber sicher leer. Düngerproduktion ist relativ gut gewesen. Wir müssen gucken, dass wir die Wartung wirklich mal wieder einschalten, die Produktion. Wobei die läuft schon. Die läuft schon. Gut, so, weiter geht's. Der ist hier, der ist da. Guck mal, hier kommt der erste Mist wieder zur BGA. Dann wird die nämlich auch wieder ein bisschen weiter gefüllt. Wobei, mal gucken, wie gut der hier zum Beispiel uns den Mist anzeigt. Multisilo. Im Multisilo haben wir fast 100.000 Liter Mist. Misthaufen aufbauen. Ja, jetzt warte mal. Da müssen wir doch jetzt mal was gucken. Hier sind wir richtig. Kann ich die umbenennen? Ne, schade. Das wäre jetzt ideal gewesen, dann hätte man sagen können, der eine heißt so, der andere heißt so. Also Misthaufen Kühe, Misthaufen sonst was. Aber wir sehen, wir haben 400.000 Liter Mist, den wir noch verteilen können. Aber wieso? Ach, der ist wieder hier hängen geblieben. Ja. Na komm. Klapp runter. Dann helfen wir mal da schnell hier an der Leitplanke hier längs. Und dann ist ja hier im Grunde auch gleich fertig. Und wir könnten mit dem Ballenpressen beginnen. So. Tja, dann würde ich aber auch sagen, das war's dann wieder mal für heute. Wir sehen uns morgen Nachmittag um 15 Uhr wieder. So, da ist irgendein. Ach, das ist die Ballenpresse. Okay, ja, genau. Wir sehen uns wieder. Schaut gerne wieder rein. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und damit sage ich Tschüss, Ciao und bis dahin.